Und jetzt fahren wir gerade den Lastbus nach. Dann schauen wir mal, wo die hinfahren, die Orgen. Schauen wir, die haben sogar Polizeischutz. Polizeischutz, ja. Nicht besser. Die glauben jetzt eh, du bist die Security vom Lastbus. Also, ich habe Lichthupe gegeben. Ja, da sind wir schon. Heute mal aus dem Park and Ride. Ja, was? Grüß euch! Zu einer weiteren Folge des Überstadion-Flug, heute wollte ich es mal sagen. Okay. Alles Nummer gut. 34. Nummer 34, jetzt geht's viral, oder? Ja. Nein, spätestens sagt er. Ja, wo sind wir gerade? Heute. In gewohnter Umgebung, oder? Ganz ungewohnt, weil, wisst ihr, Freitagabendparty. Lastparty vor allem. Wir haben auch Arbeit und jetzt mussten wir halt mit dem Auto herkommen, damit sich alles schön ausgeht. Altbewährt. Hütteldorf U-Bahnschacht. Ja. Gerade am Weg zu Rapid gegen LASK. Heute aber nicht auf den gewohnten Plätzen. Nicht, was passiert auch hier? Ja, es war wieder so eine glückliche Fügung halt. Ne? Eine glückliche Fügung, ja. Er sagt's. Ja. Er bringt es zum Punkt. Aber immer lustiger, du hast es gesagt, gell? Was? Die weil heute sind wir wieder im VIP-Bereich, haben wir die Möglichkeit. Wir greifen natürlich. Und du hast dann gesagt, schon komisch, immer gegen einen LASK. Naja, und du sagst so auch immer, du liebst Linz so, ne? Schnitt. Nein. Bitte? Mit Sicherheit, ja. Ja, ja. Also kulinarisch auch halt auch aus dem VIP. Ne? Kulinarisch aus dem VIP werden wir auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht sehen wir Toni auch, wer weiß. Toni wird sicher da. Toni, 60 Jahre alt, ja, sicher. Nur bei der Austria im VIP schon mal gesehen, vielleicht schauen wir mal drauf, ne? Ja. Ja. Ich meine, ich jetzt eine Prediction abgeben oder drüben? Ja, drüben. Eine Prediction vor dem Stadion, Leute. Was sagst du? Wie geht's aus heute? Naja, Fabian ist nicht da. Ich würde sagen, X. 1-1 oder 1-1. Was? 1-1. Nein, ich sage realistisch, ganz ehrlich. Ich sage sogar 2-1. Ja, 2-2. 2-2, ich will viele Tore. Aber ich will kein... Ja, 2-2. 2-2 sagst du? Was sagst du? Ich sag 2-1 für uns. Linzer! Oh, Linzer sagt er. Geh mal rein, oder? Geh mal rein, was oder? Sagst? Ja, geh mal rein. Motiviert? Motiviert. Ist motiviert. Was sagst du? Drin sind wir. Wie immer natürlich, ja. Ja, bin ich nicht mehr heute, nicht immer, oder? Am ihrem Weg. Jetzt haben wir sich gedacht, wir gehen mal zu Fuß, weil man sieht ja da. Der Bilder. Gemeinsam kämpfen und sehen, wie schön das ist. Man muss auch sagen, Amir liebt ja dynamische Videos, ja. Mehr Dynamik, weißt du? Ja, erst so dastehen und so, hallo. Ja, alles gut, alles, ja. Alles wunderbar. So sind wir in Bewegung, weißt du, das macht schon was her. Ja, bis wir da sind, habe ich keine Luft mehr, ne? Ja, dass du nicht auf die Pappen hat bei den Stufen, weißt du? Jetzt schon. Alles gut. Das ist schon schön, ja. Da gehe ich drauf natürlich, ne? Merci, moin. Muss, oder? Wahnsinn. Ja, aber. Da ist er schon. Lieb. Was machen wir? Das ist ein großer Name. Da musst du mal das Buffet rundum begutachten. Begutachten mal, was haben wir da heute? Das Auto ist schon mal vorbereitet. Ne? Das ist vorbereitet. Was sagst du? Schaut gut aus. Das Fisch? Einmal. Ja. Einmal. Einmal ganzes Buffet oder was? Ja, so ein Hunger da. Ja, schon. Ja, gehen wir bei. Ha? Muss schon gescheit drauf gehen. Ja, für unsere Zuschauer. Wie wirst du das im letzten Tag auch? Wenn, dann mach's richtig. Nee, oder? Du hast dann so, ja, was die uns. Ja, du Leimund, oder? Ist das schon Kaiserschmarrn? Nein, Süßes gibt es zur Halbzeit, oder? Frage, was ist das? Ja, liebe Stadionflug-Zuschauer, bitte in die Kommentare schreiben, was ist das? Was ist das? Ich sag's dir dann, die Auflösung gibt es, wenn wir die Runde beim Buffet haben. Ja. Hey. Schau, wie schön. Ist das nicht schön hergerichtet? Ja, schön, Augerl. Ist es lieb, Augerl, schau. Ist es lieb. Hühnerkordon. Da geht's weiter, Reis. Ami isst immer Reis und Hühnerkordon. Er wird sicher essen, ich sag's euch, Leute. 100 Pro. Quote ist 1,2, glaube ich, oder 1,1, wenn es eine Quote gäbe dafür, oder? Handicap, Cyberzone, weißt du? Aber schau an mir. Was? Nudeln, oder? Carbs. Nur gut. Und da mein Braten natürlich noch. Ja. So, Sascha ist jetzt da ready. Was hat er sich genommen? Schau mal, cool. Tzatziki, Rosmarinkartoffeln und Stelze. Ich glaube, für ein Team ganz speziell, wenn er das Video anschauen wird, Ritz-Stelze. Essen wir mal immer mit ihm, mein Stelzenpartner. Und Hühnerkornung hat es gegeben. Hühnerkornung? Ja, also ich schneide das mal an, Leute. Schaut echt nice aus. Und
Du bist groß. Scheiß mal rein. Sehr gut, Leute. Also, aber das müssen wir erwarten. In Wien muss das Essen gut sein, oder? Wie siehst du das an? Normal, ja. Ja, was gibt es bei dir im Teller? Geh mal drauf, vielleicht direkt. Ja, auch Stelze, dann Hühnergordon, Reis, Tzatziki, Rosmarinkartoffeln. Absolut, was geht, oder? Schauen wir mal, was passiert. Also dann, Mahlzeit. Mahlzeit. Durchgang Nummer 2. Nochmal den Fisch. Und Tzatziki darf natürlich nicht fehlen. Rockfest, wo sind Ihre Defense? Danke! Wir kommen zu den Mannschaftsaufstellungen. Mit der Nummer 45, Niki! Und danke! Kommen langsam die Last-Fans, wie man sieht, oder? Das ist das schon. Schau mal zu den Last-Fans. Die sind spärlich gefüllt, das kenne ich von den Linzer so gar nicht. Spannend, ich schätze, da ist er aufgehalten worden. Schau mir, wie fühlt sich das an, wie ich für dich heute? Was sagst du? Wirklich, da ist sehr groß. Wie viele Zuschauer werden es reingehabt heute überhaupt? 13, 14 insgesamt. 13, 14 ist ja Zuschauer. 14,5. Ja. So, ja, 13, 14. Alles gut. Was sagst du? Deine Linzer Freunde sind da. Nicht schlecht. Nein, Linz war schon immer Leihwand, ja. Wird schon gut. Nein, 300 bis 500, ja. Wenn wir sehen nachher. Wie? Scheiß Bundesliga. Zehnte Minute, Eckball Rapid Wien. Aber sie konnten nichts draus machen. Eieiei. Bist du deppert? Wechsel dich aus! Ja, der kann halt nicht schießen, ne? Ich jetzt reingemacht. Du auch, oder? Ich auch, ja. Eben. Ja, Freistoß. Majulo hätte wieder ins Aus. Majulo hat wieder einen Abschluss generiert. Also der Basti und Majulo haben, weiß ich nicht. So, Minute 16. Sascha sagt, das wird das 1-0. Ja, ohne Krüll und Burgstaller, wer soll das da machen, ist halt die Frage. Ne? Spiel doch ab, Mann, was ist?
Tor, Knickehedel. Eine Botschaft. Ja, spielerisch ist nicht viel an mir, was sagst du? Ich meine, jetzt haben wir 22 Minuten gespielt. Ja. Ja, viel ist nicht passiert, dabei. Aber jetzt, schaff. Komm. Jetzt. Ah, wohin? In Zeiten hat man. Jetzt haben wir es gesehen, das war die erste Chance jetzt eigentlich. Ne? Warum filme ich heute überhaupt? Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Ui. Das ist ernsthaft der erste Torschuss. Ui. Der Neue kann vorbeigehen, oder? Wahnsinn. Aber irgendwas zur Mitte. Ah, mir geht gerade die These durch, wann wir das schießen, wenn Micky Edel so weit vorne steht. Ja. Was habe ich so gesagt? Wenn der einen wirklich den ärgsten Schuss hat. Ja, wir hatten. Da muss er dann in der Hand. Schau, wo er steht. Er ist wie Libero. Das an. Heute mal keine rote Karte, heute jeder fast den Eingang geschossen. Ne? Wahnsinn. Aber Nick Edel war hellwach und da. Ne? Das ist, weil ich den Friseur habe. Weil ich den Sester Friseur. Ich glaube auch. Ja. Wahnsinn, Rapid. Was führt sie auf? Das treffe ich voll in die Glatze. Nicht langsam werden, Maiolo. Trau dich einfach mal. Ja, ein Schüsschen halt, ne? Ja, war's nicht. Aufgestanden die Meisterschaftsspieler mit Ihnen das 0:0. Halbzeitanalyse. Ist er da? Hallo. Da ist er. Da ist er. Ja, was soll man sagen? 0-0. Hast du ein Spiel gesehen, oder? Das war echt eine Katastrophe. Ich glaube, der hat noch lange aufgewärmt heute, oder? So wirkt es, wirklich, ja. Also, wir haben wenigstens einen guten Mitbereich, ist halt angenehm. Also, guter Apfelsaft. Guter Apfelsaft, ja. Ich habe Bier bestellt und Apfelsaft bekommen. Ich glaube, der hat schon gewusst. Das wird nichts mehr. Ehrlich in der Verantwortung, ne? Ja, aber ich, wie gesagt, ich kann zu dem Spiel gar nicht viel sagen. Es war ein Hundskick heute, oder? Normal muss es abpfeifen und sagen Danke, Tschüss, Geld zurückverlangen und dann war es das mal. Wirklich Wahnsinn. Deshalb hoffen wir auf eine gute zweite noch. Und nette Lastkorridor zur Halbzeit, also zum Wiederbeginn. Echt Bombe aus. Das ist Bundesliga, was spielt ihr da?
Wahnsinn! Das kapiert kein Mensch, was er jetzt vorgehabt hat. Weil ein Doppelarming-Gegner würde nicht spielen haben wollen. Weißt? Und es ist drauf, Leute. Ui. Auf ihn musst du aufpassen jetzt. Er ist arg. Ihn habe ich bei den Amateuren schon gesehen. Nicht? Eine Kulisse. Geil wieder mal. Danke, Blockwest. Schau mal die Linzer gerade. Schau, was sie machen wird. Du siehst nur die eine Seite, jetzt spruch die andere gleich durch. Pass auf. So, zack. Oh. Ein Schüsschen von Lang, Wahnsinn. Komm, du hast so ein Geh allein einfach. Ja, ist okay. Okay, was bist du für ein Deblanski? Wahnsinn! Hätte doch immer einfädeln müssen, oder? Wirklich, ja. Ja, mal probiert. Vollgas drauf. Sollte man öfter spielen lassen aus dem Maiolo. Schon, oder? Nein! Also, das ist der so übrig. Muss ich beweisen. Oh!
anzeigen. Robert was anzeigen. Ich bin meins, ich habe gerade was gesagt, aber. Ja, wie ein Ruppelstilzchen hilft das auch jeder unten. Und das war's. Und die Partie ist abpfiffen. Ja. Aber zurück zum Spiel. Was sagst du zum Spiel? Eine Frechheit gewesen, die Partie. Wirklich Frechheit. Ich finde keine Worte dafür. Das war eine der schlechtesten Partien unter den Trainern. Denkst du gerade Bit gegen Lask? Wow, ich glaube, da wäre sogar Alltag gegen Lust noch interessanter gewesen. Oder wie gesagt, das Auster gegen WSG. War viel besser die Partie, wirklich. Ja, okay, war jetzt auch kein lecker. Oh nein, war besser. War kein Leckerbissen, das wissen wir beide. Das geht immer nicht. Du hast schon recht, aber am Ende des Tages 0-0. War so Blödsinn die Partie. Also, war echt eine gute Partie. Nein, wir würden euch einen besseren Content liefern, aber wenn die so blöd spielen. Nein, das Beste waren die Fans heute, die haben wir, glaube ich, relativ gut mitgenommen, deshalb. Ja. Gesagt, von den Abos her ging es jetzt auch extremst in die Höhe. Also danke nochmals, Leute. Ihr seid eh top. Aber die Rapid hat scheiße gespielt. Entschuldige, den Ausdruck. Und der Lask, was ist mit Lask passiert? Ich weiß nicht. Ich kann nicht mal den Lask was kühlen, dass er uns Angst kriegt. Ne? Das stimmt, ne? Ja, wir hätten da ein bisschen. Ja, im Endeffekt war es eine schlechte Partie von der fußballerischen Qualität her. Aber um ein bisschen Dynamik ins Video zu bringen, lass uns doch gehen, oder? Vorstadion, oder? Ja, so, natürlich. Hat doch eh heute keinen Sinn mehr, ja. Ja, das müssen wir ja alles ausmachen, was geht's. Das machen wir auch noch. Also nächste Woche gibt es auch den fehlenden kulinarischen noch. Ich glaube, 17. oder 18. stand noch an. 18. glaube ich, oder? 17. 18. 17. 18. Wo waren wir im 17.? Ja, im 17. Waren wir im 17. Ja, ich sagte, der 17. steht noch an. Deshalb danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und danke, wirklich. Also ohne euch, das wäre ein Schwachsinn gewesen halt. Wir hoffen, euch hat das heutige Video halbwegs taugt. Grüß euch. Macht's gut. Ciao.